Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Veranstaltung, einer weiteren Videoveranstaltung der Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Im Mittelpunkt unseres heutigen Programms steht Johann Joachim Winkelmann. Johann Joachim Winkelmann war sehr oft in diesem Gebäude imaginärer Gast von Präsenzveranstaltungen. Ich erkläre noch gleich warum. Ich will nur einige Daten vorweggeben. 2017 feierten wir den 300. Geburtstag Winkelmanns, auch mit Veranstaltungen hier. 2018 erinnerten wir uns an seinen 250. Todestag. Und ebenfalls im Jahr 2018 fand hier ein großer internationaler Winkelmann-Kongress statt, hier in diesem Gebäude. Warum Winkelmann? Winkelmann, gebürtig in der Altmark, gebürtig in Stendal, ist tatsächlich ein Landeskind des heutigen Sachsen-Anhalts. Und das heutige Sachsen-Anhalt darf sich geehrt fühlen, dass ein so einflussreicher Intellektueller des 18. Jahrhunderts im nördlichen Sachsen-Anhalt seine ersten Jahre verbracht hat und wahrscheinlich auch prägende Einflüsse aufgenommen hat. Wie sehr Winkelmann mit der Region Altmark im heutigen Sachsen-Anhalt verbunden ist, zeigt der Blick von außen. Der französische Schriftsteller Marie-Henri Bayl nannte sich Anfang des 19. Jahrhunderts mit Künstlernamen Stendhal, also Stendal, nach dem Geburtsort Johann Joachim Winkelmanns. Bayl war ein großer Bewunderer unseres Landeskindes. Heute nun tritt der seltsame Umstand ein, dass Winkelmann wiederum imaginärer Gast unserer Veranstaltung ist. Aber unsere Veranstaltung ist auch keine Präsenzveranstaltung, sondern eine virtuelle Veranstaltung, sodass hier also wirklich die Dinge inzwischen sehr unwirklich scheinbar werden. Aber das ist natürlich nur scheinbar. Wir haben ein Programm, das heute zweigeteilt ist. Und zwar wollen wir zunächst ein Gespräch führen zwischen Frau Lena Liberta und Professor Max Kunze, dem Präsidenten der Winkelmann-Gesellschaft. Hier wird es unter anderem um das Winkelmann-Museum in Stendal gehen, um den Stand der Dinge dort. Und in einem zweiten Teil wird Alexander Suckel vom Literaturhaus Halle ein Gespräch führen mit Frau Professor Reschke. Diesem Gespräch liegt zugrunde eine Arbeit von Frau Professor Reschke unter dem Titel Hölderlin liest Winkelmann, Nietzsche liest Hölderlin. Das wird spannend und das wird sehr interessant. Es geht hier unter anderem um ein Stück Wirkungsgeschichte Winkelmanns, die eine etwas andere Perspektive hat als die wirkungsgeschichtlichen Betrachtungen, die wir hier in der Vergangenheit angestellt haben. Ich danke herzlich der Winkelmann-Gesellschaft für die Kooperation. Und ich danke auch dem Literaturhaus Halle für die erneute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen Freude, Spaß und Vergnügen bei dem, was in den kommenden Minuten dann zu erwarten ist. Vielen Dank für das Interesse. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schneider. Jetzt habe ich hier den Präsidenten der Winkelmann-Gesellschaft bei mir, Herrn Professor Kunze. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg heute zu uns gefunden haben, um diese Veranstaltung hier ins Digitale zu überführen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, sehr gerne. Ich komme hier häufig und gerne hierher. Ja, in den ehemaligen Künstlerclub. Und ja, ja. Herr Schneider hat es schon gesagt, der Geist Winkelmanns schwebt auch in diesem Hause natürlich. Wir haben gerade gehört von Herrn Dr. Schneider, dass es wirklich in der Vergangenheit viele, viele Veranstaltungen gab, die mit der Winkelmann-Gesellschaft hier stattgefunden haben und anderswo. Es gibt ja auch zahlreiche Kolloquien in der ganzen Welt. Es gibt 600 Mitglieder, die Sie haben in 20 Ländern und sehr, sehr viel Treffen, die sozusagen auch davon leben, dass man sich begegnet und über Winkelmann spricht und seinen Einfluss auf unser Griechenlandbild, unser heutiges. Und das in der Zeit von Goethe, das war ja ein Mann, der im Wegbereiter war, ein ganz wichtiger. Wie gehen Sie damit um, dass das jetzt alles gerade nicht stattfinden kann? Wie behelfen Sie sich? Das Museum in Stendal ist auch geschlossen. Was machen Sie? Ja, das war für uns eine ganz fruchtbare Zeit, diese Corona-Zeit. Oh, wie schön. Ja, weil wir kamen endlich mal dazu, das zu publizieren, was wir schon lange wollten. Wir haben abgeschlossen dieses Jahr, also letztes Jahr schon, und die letzten drei Bände sind jetzt im Druck, die historisch-kritische Ausgabe der Schriften Winkelmanns, 23 Bände, ein Projekt von 26 Jahren. Mit der Mainzer Akademie, das ist jetzt fertig, herzlich fertig, ohne
Verzögerung. Mhm. Wir haben selber zwei große, dicke Bände herausgegeben zu der Rezeption Winkelmanns in Bayern, in Italien, in Europa. Beispiel habe ich hier. Und wir haben noch andere große Publikationen fertig machen können, wie auch eben wichtig für die Neueröffnung des Museums jetzt nach Corona. Führer durch die Altmark auf den Spuren Winkelmanns, Winkelmann und das Fontane-Denkmal in Fontane und das Winkelmann-Denkmal in Stendal. Oder Kinderführer jetzt endlich für unsere Kleinen, auch durch die Winkelmann-Ausstellung. Nicht ganz einfach, aber das sind schöne, bunte Bücher, die wir den Kindern gerne mitgeben, zu dem mobilen Museum dazu. Also es ist sehr viel geschehen. Wir haben dann auch unsere Schenkungen, das war eine große Überraschung, seit vorigem Jahr haben wir 6 und jetzt sogar im Anmarsch eine 7. Schenkung von Künstlern an das Museum gekriegt, die wir mal ausgestellt haben früher oder die Kontakt zu uns hatten. Und auch das ist ungewöhnlich, denn gerade sozusagen kommt man offensichtlich dazu, auch nochmal andere Netzwerke zu bilden. Zum Teil ältere Künstler, die jetzt mal sortieren, was machen sie mit ihren Sachen? Also kommen sie da auch, sie haben für uns viel produziert. Ja. Das sind 5 Hefte, die haben wir gleich publiziert haben für die Mitglieder der Gesellschaft. Ich sehe, sie waren irrsinnig produktiv. Sie sehen daran, Walter Herzog Berlin oder der Friedrich Behenkel, der Bildhauer, der das Winkelmann-Denkmal auch in Stendal gemacht hat. Also wir haben das gleich publiziert. Das sind immerhin fast 300 Kunstwerke, die nach Stendal gekommen sind. Wow. Umsonst. Fantastisch. Also als Schenkung, und da sind wir sehr stolz drauf. Das war ein ausgefülltes Jahr. Ja. Und wir haben was versucht daraus zu machen, damit der Neustart umso besser gelingt. Dazu gratuliere ich Ihnen ganz herzlich. Das klingt toll. Ja. Und Sie haben auch im Museum, Sie haben auch das auf die digitale Ebene verschoben und man kann Teile der Ausstellung oder jetzt gerade auch eine aktuelle, die Katze ist die Sonne selbst, die haben Sie komplett ins Netz verlegt, man kann das praktisch dann verfolgen und dann hoffentlich auch bald tatsächlich wieder alles in Augenschein nehmen, denn Sie haben das Museum renovieren lassen zum großen Winkelmann-Jubiläum, gerade vor 3 Jahren. Und nun kam Corona dazwischen, aber das wird sich hoffentlich bald wieder ändern und die Türen werden wieder auf sein zum Museum. Reden wir nochmal über Winkelmann selbst. Die Frage der Veranstaltung heute ist ja, was Lektüre bewirken kann. Frau Professor Reschke trifft gleich auf Alexander Suckel und die beiden wollen über das Bild von Winkelmann in der Literatur von Hölderlin und auch Nietzsche sprechen. Vielleicht verraten Sie uns noch mal ein bisschen mehr zu Winkelmann, wer sich noch nicht so ganz vertraut mit ihm gemacht hat. Was war denn an diesem Mann jenseits der Tatsache, dass er wirklich ein absoluter Wegbereiter war, der Vater der Archäologie, so interessant, dass man sich einfach so lange mit ihm beschäftigt, wie Sie das getan haben? Sie sind jetzt 50 Jahre für die Winkelmann-Gesellschaft tätig, seit 30 Jahren Präsident. Was hat Sie denn so fasziniert an diesem Freigeist, der ja auch war, dass Sie ihm Ihr Leben gewidmet haben? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage und hat so viele Ansätze. Vielleicht mit Winkelmann zu beginnen. Winkelmann war einfach nicht nur ein großer Gelehrter, sondern einer, der es verstanden hat, auf Deutsch zu schreiben, sich ein neues Publikum, ein bürgerliches Publikum zu erschließen und Kunsttheorie und antike Betrachtung zu vereinen. Und das hat vielen geholfen, die Augen für die Antike zu öffnen. Es ist ja die Zeit, wo nach Winkelmann auch dann endlich Übersetzungen der griechischen Literatur, Homers durch Voss oder ähnliches erschienen sind. Also die Begeisterung für die Griechen ist mit Winkelmann erwacht. Das beginnt schon mit seiner Erstlingsschrift in Dresden 1755, Gedanken über die Nachahmung griechischer Werke in Malerei und Bildhauerkunst. Das zeigt schon, wohin er will. Er will die Künstler und die Kunstinteressierten anregen, nachzudenken, wie man die Schönheit der Antike wiederherstellen kann. Nicht durch Kopien, sondern durch in ihrer eigenen Zeit in der Annäherung zu diesen Idealen, nicht um den Umweg über die Natur, nur Naturstudien, sondern gleich doch vor den Antiken zu arbeiten.
Das führte dann zum Klassizismus, das ist bekannt. Das war auch eine Programmschrift, aber sie hatte eben eine politische Implikation. Nämlich, er schildert zunächst nicht die Kunstwerke, sondern wie die Umstände in Griechenland waren. Im antiken Griechenland, zur Zeit der Demokratie. Das heißt, wo die Künstler frei waren, wo die Bürgerschaft und nicht der Herrscher die Aufträge vergab, wo sie Modelle finden konnten, nämlich in der Agora, wo die Sportler trainierten und die waren alle nackt. Man konnte also sie studieren, Tag und Nacht, wenn sie so wollen. Das alles beschreibt er mit einer solchen Begeisterung, um zu zeigen, dass man eigentlich die Verhältnisse erstmal herstellen muss, die politischen Verhältnisse, um so eine neue, freie Kunst zu machen. Das war natürlich undenkbar. Er musste Kompromisse auch dann eingehen, aber das Idealbild dieses erwachten Bürgertums, der Freiheit, der individuellen und politischen Freiheit, das hat er entzündet, dann auch in seiner Geschichte der Kunst des Altertums, die dann in Rom 1764 erschien und durch Zufall ist ja dann auch in der Französischen Revolution so oft übersetzt worden. Und die Franzosen, das heißt die Revolutionäre, haben empfohlen, nun Winkelmanns Schriften zu übersetzen und nach seinen Mustern zu arbeiten. Also das zeigt, dass sich mit der Kunst auch Gesellschaft verändern kann. Das wollten sie beweisen. Das hat nicht so geklappt, aber immerhin, der Gedanke war ganz lebendig in der Französischen Revolution, nicht so ganz in Deutschland, wo man diese politische Seite lieber wegließ. Die Verhältnisse waren in Deutschland anders, auch in anderen europäischen Ländern. In Spanien hat man ja auch gleich übersetzt seine Geschichte der Kunst, aber die Inquisition hat das verboten zu publizieren. Also wir sehen, da ist schon eine Spannung in dem Werk, nicht? In der Rezeption auch. Ja. Also ein politisch denkender Mensch, agierender Mensch, der kam ja aus einer Handwerkerfamilie. Ja. Also das ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte für diese Zeit, dieser Blick überhaupt, diesen Stil erstmal zu entdecken, das zu vergleichen. Das klingt wirklich nach einer Persönlichkeit, mit der man sich sehr, sehr, sehr lange beschäftigen kann. Er hat viele Menschen fasziniert. Goethe war unfassbar begeistert und viele andere auch, wie Hölderlin und Nietzsche über ihn dachten. Das werden wir dann gleich hören. Bin ganz gespannt. Vielleicht nochmal ein Wort zu dem Schriftsteller Henri de Bayle. Da gab es von Herrn Schneider auch eine Anmerkung, dass der sich möglicherweise, weil er auch so ein Winkelmann-Fan war, dass er sich möglicherweise nach dem Geburtsort benannte, nach Stendal nämlich, und Stendhal hieß. Ist es so gewesen? Da gibt es ja immer mal wieder andere Meinungen, oder? Ja, da gibt es natürlich auch andere Meinungen, weil das nicht so sicher überliefert ist. Und wenn Sie einen Stendaler fragen, dann erzählt er Ihnen eine Geschichte, die im 19. Jahrhundert kursierte, nämlich dass Henri Bayle als Requirierungsoffizier von Braunschweig nach Stendal immer geschickt worden ist. Und einmal haben die Stendaler Bürger ihn aus der Stadt treiben wollen und hat eine schöne Stendaler Maid ihn gerettet. Und deshalb hat er sich nach Stendal benannt. Das ist die volkstümliche Stendaler Geschichte. Aber sie dürfte nur eine mehr sein, aber doch ganz hübsch. Interessant ist die Koinzidenz zwischen dem Erscheinungsdatum seines Werkes, und zwar über Florenz, Neapel und Rom 1817, mit dem Geburtsjahr von Winkelmann. Denn in dieser Schrift hat Henri Bayle sich zum ersten Mal Stendhal benannt und dann auch zum einzigen Mal. Das ist ein Pseudonym, das damals entstanden ist. Und wenn man das genau liest, beschreibt er die italienischen Kunstwerke, auch die Gemälde und Statuen in den Galerien, aber auch in einer Diktion, die in manchen Winkelmann ähnelt. Und diese Kunst, das Herangehen an die Kunst, das muss er irgendwo von Winkelmann auch adaptiert haben. Und es gab mehr französische Übersetzungen als deutsche Ausgaben. Also es war schon weit verbreitet und das ist meine persönliche Meinung, das Zusammentreffen dieser beiden Daten, 1817 Erscheinung von dieser Stendhal-Schrift und Winkelmanns Geburtsjahr ein Jahrhundert vorher,
ist vielleicht ein Zufall, vielleicht aber auch ganz gewollt. Jedenfalls mit so einem Thema. Mhm. Und er hat diesen Namen ja später nicht mehr benutzt. Mhm. Ja, auch damit wird man sich wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen können. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein schwergewichtiger Beweis, wie Sie gerade beschreiben. Ja, das ist meine Meinung. Ja. Es gibt da sicherlich auch noch andere. Aber es lässt sich aus seinen Tagebüchern nicht wirklich erschließen, dass er Winkelmann verfolgt hat, literarisch oder sehr intensiv. Ja. Also das ist nicht bekannt. Mhm. Gibt es irgendeine Anekdote von Winkelmann, die Sie fasziniert und von der man sagen kann, das beschreibt ihn ganz gut als Persönlichkeit nochmal? Ja, Winkelmann ist ja eine Persönlichkeit, die er von früh an gelernt hat, mit Umbrüchen zu leben. Mhm. Er kommt aus einer Schusterfamilie. Diese Familie war schon lange Schuster, im Schusterhandwerk tätig. Er bricht als einziger Sohn der Familie, es war bloß ein Kind da, aus. Seine Eltern waren natürlich strikt dagegen. Er schafft es durch Kurrende, also durch selbstverdienendes Geld, Schulbildung zu erlangen, aufs Gymnasium zu gehen. Das reicht ihm nicht. Er macht Hilfslehrer in Berlin, um noch ein Jahr in Berlin an das kölnische Gymnasium zu gehen. Er geht dann noch ein Jahr Griechisch lernen nach Seehausen, weil da der Rektor ein Griechisch-Experte ist und verdient sich da als Hilfslehrer, um das überhaupt bezahlen zu können. Und geht dann nach Wartezeit von 3 Jahren nach Halle, um Theologie zu studieren. Das ist das Einzige, was er studieren durfte, konnte, nur mit einem Stipendium der Stadt Stendal, auf das er 3 Jahre warten musste. Aber Theologie hat ihn nicht interessiert und er hat ein ganz schlechtes Zeugnis gekriegt. Aber es ist an Bücher herangekommen, was sehr schwierig ist. Wenn Sie denken, dass die Frankische Stiftung 2 Stunden in der Woche nur auf hatte und die Universitätsbibliothek 3 Stunden in der Woche, da weiß man, dass er viele Bekanntschaften haben musste, um an Büchern zu kommen, nämlich die Professoren. Und das hat ihn interessiert und so ist er weggegangen, bereichert aus Halle. Er ist eben ein Hallenser auch, wenn Sie so wollen. Und ich bin froh, dass das Literaturhaus Halle das hier auch dreht. Ja. Und so geht es weiter in seinem Leben. Er geht nach Nötnitz, nach Seehausen, wird Bibliothekar. Da ist er nun in der besten deutschen Privatbibliothek, die es gab. Ja. Und muss aber da nun Mittelalter-Handschriften auswerten. Das hat ihn 2 Jahre fasziniert und dann hat er gesagt, Schluss, ich muss hier wegkommen. Und dann hat er sich der Medizin... Dann konvertiert er, was ihm sehr, sehr schwer gefallen ist, zum Katholizismus, um nach Rom zu kommen, um ein Stipendium für Rom zu kommen. Ja. Und dann lässt er sich auch nicht anstellen, wie er sollte, sondern versucht, über die Runden zu kommen, als jemand, der durch die Sammlungen geht und sich das alles erstmal genau anschaut. Jede Antike zu studieren, Notizen zu machen. Und da entwickelt er erst seine Methode der Stilbetrachtung des Stils als Mittel, Perioden der Kunst festzulegen und diese Idee einer Kunstgeschichte zu schöpfen. Und diese Umbrüche sind so interessant bei ihm, denn das war ja nicht der Einzige. Er hatte einen Ruf nach Wien, er hatte einen Ruf nach Braunschweig oder Hannover vielmehr. Er hätte überall hingehen können. Nein, er blieb in Rom und das war sein Leben, sich nicht wirklich abhängig zu machen, obwohl er bei einem Kardinal in Diensten stand. Aber der Kardinal hat ihm so viel Freiheit gelassen, dass er die Bücher lesen und nicht bearbeiten musste. Also ein unheimlicher Drang nach diesem Wissen, Forschungsgeist. Und sich selbst, auch diese Umbrüche, die ja immer das Kranz sind. Ja. Deshalb hat man ihn auch mal vielleicht etwas übertrieben, aber zu Recht auch einen Abenteurer genannt. Ja. Aha. Einer, der Risiken eingeht, um unbedingt das durchzuhalten, was er will. Ja, ja. Wie haben Sie es geschafft, diese Persönlichkeit in dem Hause spürbar werden zu lassen in Stendal? Wenn wir jetzt ein bisschen mal die Leute noch mal einladen wollen für die Zeit, die hoffentlich bald wieder eintritt, nämlich dass die Türen zum Museum in Stendal wieder geöffnet sind. Wie haben Sie das greifbar gemacht, dass man das merkt? Ja, ich hoffe, wir haben das greifbar gemacht und ich denke, das ist uns auch in der Gesamtgestaltung gelungen. Wir haben viele Elemente eingesetzt, nicht weniger mediale, aber die auch, aber immer nur zur Unterstützung, dass man Objekte noch mal genauer anschauen kann. Aber wir haben durch sein Leben geführt in der Ausstellung mit Büchern, mit
Grafiken mit Gemälden, mit antiken Abgüssen, sodass wir von seiner preußischen Zeit zu der Dresdner Zeit, da stehen zum Beispiel die drei Herkulanerinnen aus Herkulanium, nun in Gipsen natürlich, die Originale sind in Dresden, aber und wir kommen ganz zum Schluss in den Belvedere-Raum, da haben wir den Laokoon, den Torso von Belvedere und den Apoll von Belvedere stehen. Dazu eben ein Medienangebot der Winkelmannschen Sprache, der Entdeckung der Statuen durch den Direktor des Vatikanischen Museums und einen berühmten Archäologen, Bernd André, der die erläutert. Das kann man sich alles in einem Mediensessel anhören und ansehen und alles vor den Statuen. Also, und dazwischen liegen die ganzen Etappen seines Lebens in Pompeji, was er da getan hat mit pompeianischer Malerei, in Fresken, aber auch in Abgüssen von Bronzen oder die Entdeckung der römischen Sammlung, auch der Farbigkeit der Antike. Man sagt ja immer, der Klassizismus war nur weiß, aber Winkelmann hat als erster nachgewiesen, dass die griechischen Statuen bunt waren. Und wir haben eine solche Rekonstruktion einer pompeianischen Statue, einer Artemis-Statue da in der Ausstellung stehen, in den Farben, wie Winkelmann sie notierte. Und heute ist gar nichts mehr zu sehen an ihr. Das hat die Zeit der Ausstellung hat sie verblassen lassen, natürlich. Okay. Und das sind alles so Höhepunkte für mich auch, nicht nur als Archäologen, sondern auch, weil so viel zu sehen ist. Sinnlich. Mhm. Auch die Wände sind mit leichter Silhouettenmalerei so komponiert, dass das eben ein Gesamtkunstwerk wird. Und das ist auch gut angekommen bisher. Ja, ja. Und es ist eben renoviert, also so viele Menschen können es noch nicht gesehen. Ja. Insofern ist es umso dringender, dass wir bald wieder nach Stendal reisen können und alles besichtigen können. Es hört sich großartig an. Sie haben mir jetzt auch schon große Lust gemacht. Weil aber es ist eben nur ein Teil des Museums. Ja, ja. Denn wir haben noch ein Mäzenatenmuseum, wo die ganzen Sammlungen, die an uns über 80 Jahre gekommen sind, zum ersten Mal komplett ausgestellt sind. Antiken wie auch Grafik des 20. Jahrhunderts, des Expressionismus bis in die Moderne mit Künstlernachlässen, die wir da haben. Und wir haben ein sehr agiles Kindermuseum, Familienmuseum. Das trojanische Pferd gibt es mit auch. Dem trojanischen, das große Außengelände mit dem Labyrinth, trojanischen Pferd, Archäologencamp. Also da ist viel, man hat den ganzen Tag zu tun, wenn man da wirklich sich vertiefen will. Und 2/3 der Besucher sind Kinder. Das in einem Gelehrtenmuseum, das ist schon beachtlich. Nicht? Und die müssen auch durch die Winkelmann-Ausstellung, wenn sie in ihr Kindermuseum gehen. Und das ist nur für Kinder inszeniert, nicht? Wo man alles anfassen kann, alles machen kann, was man will. Und viele Spiel- und Lernelemente da drin hat, die Kinder, die dann 5-6 Stunden zum Teil bleiben da drin. Fantastisch. Okay, schön. Das klingt wunderbar. Ein Tipp auch nochmal für die Familienausflügler. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Professor Kunze, dass Sie mir hier die Zeit geschenkt haben und nochmal über die aktuellen Bewegungen, was sich alles bei Ihnen getan hat, uns nochmal Auskunft gegeben haben. Und jetzt wollen wir den Platz freimachen für Frau Professor Reschke und Alexander Suckel vom Literaturhaus Halle und wollen mal hören, was Winkelmann bei Hölderlin bewirkt hat und bei Nietzsche. Viel Vergnügen dabei. Ja, vielen Dank, Professor Kunze, vielen Dank, Lena Libertà. Ich begrüße die Philosophin und Kulturwissenschaftlerin Renate Reschke. Herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Gerne. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind emeritierte Professorin für Geschichte des ästhetischen Denkens hier an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie sind, das sollten wir sofort erwähnen, aktives Mitglied sowohl der Winkelmann-Gesellschaft als auch der Nietzsche-Gesellschaft. Die Hörer vom Mitteldeutschen Rundfunk kennen Sie wahrscheinlich wegen einer sehr, sehr schönen, ich glaube, fünfteiligen Reihe Hegel für Eilige, eine Einführung in den Gedankenkosmos, in die Welt, Georg Friedrich Wilhelm Hegels. Sie haben zu vielen, vielen Themen gearbeitet. Eines zieht sich tatsächlich wie ein roter Faden durch und das ist Friedrich Nietzsche. Damit sind wir schon fast ein bisschen beim Thema. Wir wollen sprechen über ein Vortragsmanuskript von Ihnen mit dem schönen Titel Hölderlin liest Winkelmann, Nietzsche liest Hölderlin, was Lektüren
bewirken. Zu einem Vortrag gehören Zuhörer. Die gibt es nun mal aus den bekannten Gründen zurzeit nicht. Deshalb bin ich sehr privilegiert, der erste Zuhörer respektive Leser dieses Manuskripts zu sein und freue mich, dass wir wenigstens darüber sprechen können. Das Verbindungsglied beider Lektüren, sowohl der Winkelmann-Lektüre Hölderlins als auch der Hölderlin-Lektüre Nietzsches, ist, ohne vorab allzu weit vorgreifen zu wollen, dass der Begriff der Antike, des antike Bilds, der Formatierung, der Umformatierung des Begriffs von Antike. Gehen wir doch mal hinein in das Manuskript, in Ihren Vortrag und beginnen mit Hölderlin. Begeben wir uns in das Jahr 1788 nach Tübingen, in die wohl berühmteste WG, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine WG war, die berühmteste Boygroup der deutschen Geistesgeschichte, Hölderlin, Hegel, später kommt noch der junge Schelling dazu. Was war das für ein Klima? Was haben diese jungen Menschen damals am Vorabend der Französischen Revolution gelesen? Naja, Hölderlin kommt 1788, da ist er gerade 18 Jahre, hat seine Schulbildung abgeschlossen nach Tübingen. Auf Wunsch seiner Mutter wird er dort mit einem Theologiestudium, protestantische Theologie, beginnen, weil es die einzige Möglichkeit für ihn war, überhaupt studieren zu können, denn ohne Stipendium war kein Studium für ihn möglich. Die Familie hätte nicht die Möglichkeiten gehabt für ein Studium. Der württembergische Landesherr hat vor allen Dingen das Theologiestudium, das Jurastudium und das Medizinstudium sozusagen unterstützt per Stipendium, weil er auf diese Weise sicherstellen konnte, dass seine Untertanen, seine Landesbeamten und vor allen Dingen seine protestantischen Pfarrer auf Generationen hin gesichert wurden. Hölderlin hat da dem Wunsch der Mutter sozusagen beigepflichtet, hatte aber von Anfang an eher den geheimen Wunsch gehabt, sich eher mit den Geisteswissenschaften und mit der Philosophie und vor allen Dingen auch mit der Literatur zu beschäftigen, weil das die Gebiete waren, die ihn schon in der Schule, in der Klosterschule Maulbronn vor allen Dingen, interessiert haben. Er hat sehr früh angefangen, Literatur zu lesen, als man sagt ihm nach, dass er möglicherweise schon als Zwölfjähriger Sophokles und Aeschylus gelesen habe. Ob das stimmt, ist nicht nachweisbar, aber jedenfalls haben Zeitgenossen das berichtet. Und er kommt sozusagen als junger Mann sehr aufgeschlossen nach Tübingen und denkt, er kann also hier die geistige Welt erobern. Er wird sehr, sehr schnell aber eines Besseren belehrt, denn es herrscht am Tübinger Stift ein sehr rigides Reglement. Es ist streng geregelt, der Tagesablauf. Es ist streng geregelt, was gelesen wird, was gelesen werden darf. Aber wie Studenten so sind, sie kümmern sich relativ wenig darum. Der Landesherr hatte zum Beispiel verboten, Immanuel Kant zu lesen. Natürlich hatten die Studenten sich illegal die Werke Kants besorgt, mussten sie aber verstecken. Und sie haben sie laut Überlieferung im Neckar oder am Neckarufer versteckt, damit der Zugriff sozusagen unmöglich war. Sie haben Rousseau gelesen, sie haben Voltaire gelesen, sie haben also die französische Aufklärung gelesen und sie hatten sozusagen ganz lebendigen Kontakt, weil sie Frankreich, die französische Revolution, den Vorabend angesprochen haben. Es waren Studenten aus dem Grenz zu Frankreich grenznahen Mömpelgard oder Montbéliard in einem Stift. Die haben natürlich Literatur mitgebracht, die haben den frischen Geist mitgebracht und das war eigentlich eine relativ aufmüpfige Studentenschaft. Man hat in der Vorstadt von Tübingen auf den Feldern einen Freiheitsbaum gepflanzt. Das war also das Zeichen der Französischen Revolution. Man hat diesem Freiheitsbaum diese berühmte phrygische Mütze aufgesetzt als Zeichen der Revolution. Sie sagten es, der berühmte Hegel, der später berühmte Hegel, der Studiengenosse war, auch der Stubengenosse war,
galt als derber Jakobiner. Er hat also sich ständig jakobinisch geäußert. Und der etwas jüngere Schelling, der dann später dazu kam, er hat die Marseillaise übersetzt. Also es war eine Atmosphäre, die auf Aufbruch hin orientiert war. Und dieser Aufbruch wiederum, würde ich sagen, in diesem insgesamt sehr konservativen Tübingen, in diesem sehr konservativ reglementierten, der Landesherr kam oft vorbei und hat nachgesehen, ob auch alles so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Die Studenten mussten dann antreten und also brav irgendetwas vortragen, was dem Landesherrn gefallen konnte. Sie wollten eigentlich, ja, sie wollten aufbrechen, sie wollten etwas Neues, sie wollten raus aus der Enge. Das war mitunter politisch motiviert, aber es war allgemein politisch motiviert. Sie konnten nicht so richtig. Sie wollten Freiheit, sie wollten menschliche Gleichheit, sie wollten das, was dann die Französische Revolution sagt, auch Brüderlichkeit haben. Und vor allen Dingen, sie wollten Geistesfreiheit haben. Man wollte lesen, was man zu lesen glaubte, aus dem man etwas für das eigene Leben herausfiltern konnte, wie man sich das eigene Leben frei gestalten konnte. Und das fand man eben bei Autoren, die nicht gang und gäbe waren, die auch von den Professoren nicht empfohlen wurden, musste man dazu sagen. Die Professoren haben genau vorgegeben, was durfte gelesen werden, was sollte gelesen werden. Aber es gab eben auch ein paar junge Dozenten, die auf der Seite der Studenten waren. Teilweise waren sie selbst Absolventen des Stifts gewesen. Und die haben, Stichwort Antike, die haben nicht Winkelmann ins Spiel gebracht, sondern sie haben die antike Autoren ins Spiel gebracht. Sie haben also, man muss sich ja vorstellen, es war ja anders als heute, wer von den Schulen kam, von den allgemeinbildenden Schulen den Abschluss hatte, die konnten Latein in der Regel, die konnten in der Regel Altgriechisch, jedenfalls so weit, dass sie Literatur lesen konnten. Und da hat man eben, da hat man Homer gelesen, da hat man Platon gelesen, da hat man Sophokles und Aeschylus im Original gelesen. Und man hat sich, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Augenzeugenberichten, man hat sich die Köpfe heiß geredet. Man hat darüber diskutiert. Das war lebendige Antike für sie. Das war also auch eine Antike, wie sie sich hätten vorstellen können für das eigene Leben oder für die eigene Zukunft, ohne das kopieren zu wollen. Und insofern ist diese Aufbruchsstimmung, das muss man aber hinzufügen, sicherlich nur eine etwas Atmosphärisches, das in der Zeit lag. Wenn man sich vorstellt, so zwischen, es ist ja die Generation ungefähr der um 1770 geborene, und was in deren Kindheit und Jugend in Europa geschah, auch in diesem so schönen oder so schlechten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, in diesem das zersplitterten Kleinstaaterei, Das war ja etwas, das enge empfunden wurde, dass man dort hinauskam. Es war die Zeit der Unabhängigkeit in Amerika, also die ausgewandert waren, die sich jetzt unabhängig erklärten von den europäischen Mutterländern. Es war die Zeit der Kolonisierung. Es war die Zeit der Forschungsreisenden, also James Cook beispielsweise, Georg Forster. Die Welt war eigentlich darauf eingestellt, sich neu zu orientieren. Das ist nicht nur dieses kleine Tübingen gewesen, aber es war eben Tübingen auch ein kleiner Spiegel dessen, was in der Welt geschah. Man muss es also so in größeren Zusammenhängen auch sehen. Das war für die Studenten natürlich eher gefühlt als tatsächlich gewusst. Aber sie waren die Zeitgenossen dieser großen Umbrüche und wollten daran teilhaben. Wenn wir jetzt auf Winkelmann zu sprechen kommen, Sie hatten es kurz schon mal erwähnt, Antike als Stichwort ist eine wichtige Referenz. Der Winkelmann als der Begründer der Kunstwissenschaft, der Archäologie, glaube zu diesem Zeitpunkt auch schon 20 Jahre tot, ja. Ist ja die Referenzgröße für Goethe, für Schiller, eigentlich für alle in dieser Zeit, was die Prägung eines Begriffes von Antike ist. Zentraler Begriff ist Schönheit. Zentral ist ebenso auch die Aufforderung zur Nachahmung.
wenn ich Ihr Manuskript richtig verstanden habe, der Winkelmann war für den Hölderlin zumindest am Anfang eher nur so eine Art Pflichtlektüre. Inwiefern ist aber tatsächlich die Winkelmann-Lektüre für Hölderlin zu etwas Prägendem, tatsächlich später Wichtigem geworden, also Stichwort dieses idealisierte Griechenbild, was man mit Hölderlin so verbindet. Wie ist da die Verbindung zu Winkelmann? Was rührt aus der Lektüre von Winkelmann her? Ich glaube, es rührt unmittelbar relativ wenig von Winkelmann her. Es ist vieles aber vermittelt. Und zwar vermittelt, Sie haben den Namen schon genannt, durch Friedrich Schiller. Hölderlin war ein begeisterter Leser Schillers und ist über dessen große Dichtungen zur Antike, also die Götter Griechenlands, etwa dieses große Gedicht von Schiller, auch Schillers Überlegungen zur tragischen Kunst, die sich ja an das griechische Ideal anbindet, da ist er zur Antike gekommen. Das ist sozusagen seine Vorstellung von Antike und über Platon. Das sollte man also nicht unterschätzen. Er hat also die platonischen Dialoge gelesen, vor allen Dingen das Symposion, wo vor Sinneskraft und Sinnlichkeit und Schönheit natürlich sozusagen ein ganzes Feuerwerk aufgemacht wird. Das hat ihn affiziert. Dass er natürlich den Namen Winkelmann kannte und dass er mit den Grundgedanken in Berührung kam, waren aber in erster Linie über diese Vermittlungen. Denn, also einerseits die Quellen, sozusagen die Quellen und sozusagen vor allen Dingen Schiller. Schiller ist ja Herder ein bisschen, aber Schiller am allermeisten, weil Schiller der Poet war. Mhm. Und Hölderlins Zugang zur Antike ist eine sozusagen genuin poetische Weise, sich mit der Antike auseinanderzusetzen, über die Sprache an die Lebendigkeit der antiken Kultur zu kommen. Es ist so, wenn die Generation von Goethe und von Schiller, obwohl da ja auch nochmal 10 Jahre Unterschied sind, aber wenn diese Generation oder auch Herder zu Tode betrübt waren, als sie von der Ermordung und Winkelmanns gehört haben und wussten, dass Winkelmann eigentlich auf dem Wege nach Deutschland war, sich gefreut haben und sozusagen einen Höhepunkt ihres Lebens erwartet haben, diesem Mann in irgendeiner Weise nah zu sein, von dem sie wussten, wie sehr er versucht hat, ein anderes antike Bild, ein gegen die barocke Üppigkeit des antike Verständnisses, ein Bild zu setzen, das auf Einfachheit, auf einfache Schönheit, auf Natürlichkeit und damit auf Idealität, und zwar einer Idealität, die man nur durch Nachahmung erreichen kann, wobei Nachahmung nicht kopieren ist, sondern man muss immer das eigene darin dann finden. Das eigene ins Verhältnis setzen. Ins Verhältnis setzen dazu, richtig. Wenn die also sich schon ihre Pläne gemacht hatten, dorthin zu pilgern, wo Winkelmann sein würde, das ist etwas, was, glaube ich, die Generation der um 1770 Geborenen so kaum noch hätte nachvollziehen können. Für sie war Winkelmann, wenn überhaupt, Bildungsgut. Und ich sage jetzt, wenn ich Bildungsgut sage, meine ich das nicht unbedingt positiv. Es hat natürlich was Positives, aber es gehörte zum Bildungskanon, der abgearbeitet werden musste. Also tatsächlich so eine Art studentische Pflichtlektüre. Das war es auch. Und das zeigt sich ja daran, den unmittelbaren und einzigen Nachweis, dass Hölderlin Winkelmann gelesen hat, ist in seiner Magisterarbeit, die er über die Geschichte der griechischen Künste geschrieben hat. Und da ist natürlich, das ist ganz klar, da hat der Professor ihm vorgegeben, natürlich, das ist Winkelmann-Lektüre. Und er hat Winkelmanns Geschichte der Kunst des Altertums natürlich gelesen, in der ersten Form, in der ersten Fassung von 1764, das weiß man. Und er hat das brav abgearbeitet. Es ist sicherlich nicht so, dass er da sich hätte vehement widersetzt. Er hat abgearbeitet, weil er in vielen Punkten das formuliert gefunden hat, was ihm nahe kam. Das war schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Also, dass die Griechen ein Volk waren, das in Freiheit gelebt haben. Dass die Griechen ein Menschenbild hatten, in dem Schönheit sozusagen die oberste Priorität besaß. Dass die Griechen ein Volk waren, das
auch auf die Natürlichkeit ihres Seins setzten, dass die Griechen ein Volk waren, das auch ein im idealischen Sinne religiöses Volk waren, das aber mit ihren Göttern sozusagen korrespondierte. Und zwar ein Volk, sagt er an einer Stelle, das Götter hat, die menschenähnlich sind. Das ist natürlich ein Volk, das sich in ihrem eigenen Menschsein selbst Götter gleich fühlen kann. Also in dieser Verbindung. Die Verfehlung der griechischen Götter, so nimmt die man aus Sagen, so, kennt, so werden sie einem ja direkt sympathisch. Ja. Genau so. Mhm. Obwohl Hölderlin, naja, ob sie auf diese Weise sympathisch werden würde, ich bezweifle. Aber er war da idealischer. Er war auch, wie soll ich sagen, enthusiasmierter gegenüber. Und er hat, die Reinheit war für ihn ein ganz wichtiges Wort, oder das, was er dann geprägt hat, heilige Nüchternheit, in dieser Konsequenz. Aber um es zu sagen, er hat Winckelmann natürlich in dieser Weise zur Kenntnis genommen. Aber er ist an einer Stelle ein bisschen darüber hinausgegangen, und das deutet sich dann an, indem er sagt, ja, sie sind beinahe sind sie vollendet gewesen. Und dieses beinahe, dieses kleine, so unscheinbare Wort, das ist etwas, was für ihn, glaube ich, dann in seinem antike Verständnis und in seinem Verständnis der Griechen als Vorbild für moderne Zeiten ganz wichtig geworden ist, eigentlich konstitutiv geworden ist für sein Denken. Sie sind große Vorbilder, aber sie sind nicht die Vorbilder, die man nicht auch in die Veränderung hineinziehen kann. Und er war von vornherein sich darüber im Klaren, so wie die Griechen waren, können wir heute nicht sein und auch gar nicht mehr werden. Und das hatte er natürlich von Schiller. Ja. Das war völlig klar. Sie haben eine sehr schöne Formulierung dafür gefunden, eine dem Ideal innen wohnende Melancholie der Unzeitigkeit in der Lektüre. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen und erklären? Naja, das geht eigentlich auf Schiller zurück. Ja. Man müsste sagen, Schiller ist der Vater genau dieser Haltung, und Hölderlin partizipiert als junger Poet daran. Er formuliert ja an einigen Stellen fast wortgleich mit Schiller. Das ist diese Grundsituation, also dieses Ideal sich aufbauen zu können, quasi vor Augen zu stellen und gleichzeitig zu wissen, also wie es bei Schiller dann steht und wie es bei ihm ähnlich steht und so weiter. Attika ist gefallen, das ist nicht mehr. Es sind die Marmorhallen, sind eigentlich Trümmer, vor denen wir stehen, und wir können sie nicht wieder zurückholen. Es ist eine im Grund legende Sehnsuchtshaltung. Es ist eine ganze Sehnsuchtsphilosophie, die sich darauf aufbaut, eine Sehnsuchtsästhetik auch und eine Sehnsuchtspoesie im Sinne Hölderlins dann, weil, und das ist aber auch das Positive, wenn es so etwas gibt wie positive Melancholie, wenn man das überhaupt so sagen kann, das ist das Positive daran, dass von hier aus natürlich die Überlegung ausgeht, auch für Hölderlin. Im Hyperion versucht er es ja dann zu konkretisieren, die Überlegung ausgeht, wie geht man nun damit um? Wie geht man mit einem Ideal, von dem man weiß, es wird nie zu realisieren sein, das aber als Ideal vor Augen steht, wie geht man damit um? Also man muss es sozusagen in die eigene Gegenwart holen und mit eigenen Inhalten füllen. Und er sagt an einer Stelle mal, da ich mir Zitate nicht auswendig lerne, würde ich es zitieren. Da sagt er, die Griechen haben auf und bis jetzt nur mit einer Seite des Wesens gewirkt. Aber wir müssen unsere Seite finden. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und an seinen Freund, Kasimir Ulrich von Böhlendorf, schreibt er, als er auf dem Weg nach Bordeaux ist, um wieder mal eine Hauslehrerstelle anzunehmen und unter dieser Sonne des französischen Südens, so wie er es empfunden hat, sagt, also das wäre die Gegend, in der er sich die Griechen vorstellen könnte. Dort spricht er dann davon und sagt, ja, die Griechen, wir werden sie nie sehen, wir werden sie nie noch einmal uns ins Leben rufen können. Er sagt, sie sind die Fremden für uns. Sie werden auch immer die Fremden bleiben, aber es gibt eine, modern gesprochen, Dialektik zwischen dem eigenen und dem Fremden. Und wir müssen das Fremde zum eigenen machen. Das ist die eigentliche Schwierigkeit, und es ist der einzige Weg im Grunde genommen,
so hat er es jedenfalls sehen wollen, die Griechen als Ideal aufrechtzuerhalten. Und er sagt, und weil sie uns fremd sind und wir dadurch ständig in einer Position sind, uns mit ihnen auseinandersetzen zu müssen, darum sind sie uns unentbehrlich. Machen wir einen... Übrigens, um das sein Freund Böhlendorf ist lieber ins Baltikum gegangen als zu den Griechen. Er hat das wohl nicht so ganz verstanden, was sein Freund da meinte. Und hat da sicherlich anderes gefunden, aber zumindest keine Griechen. Er ist jämmerlich zugrunde gegangen, doch. Machen wir einen größeren Zeitsprung, gute 70 Jahre nach vorne, zu einem anderen jungen Mann, vielleicht ähnlich wie der 18-jährige Hölderlin zu Friedrich Nietzsche, Gymnasiast in Schulpforte bei Naumburg, schreibt einen Aufsatz, einen Schulaufsatz über Hölderlin. Sehr begeistert, sehr enthusiasmiert. Man muss, glaube ich, vorausschicken, wenn ich das richtig verstanden habe, Hölderlin, wir schreiben ungefähr jetzt das Jahr 1860, 61, spielt zu diesem Zeitpunkt keine große, wirkliche Rolle. Er ist, ich weiß nicht, ob man sagen kann, nahezu vergessen, aber jedenfalls so in der öffentlichen Diskussion, Wahrnehmung spielt er nicht so eine überragende Rolle. Woher kannte Nietzsche Hölderlin und was hat der junge Nietzsche, was hat dieser junge Mann in Hölderlin entdeckt in diesem Jahr, in dieser Zeit? Also man konnte Hölderlin kennen, seine Werke oder ein Teil seiner Werke war veröffentlicht. Also das war seit den 1840er Jahren gab es also gängige Hölderlin-Ausgaben, in Auswahl natürlich. Das ist das eine. Und der junge Nietzsche hat sich sehr früh zu Weihnachten schon, also Hölderlins Gedichte gewünscht und kannte die sehr früh, war damit in Berührung gekommen, hat seine Schülerfreunde versucht zu animieren, es ihm gleich zu tun und sich auch Hölderlins Werke anzuschaffen. Und dann haben sie einen losen Dichterbund gegründet und er hatte das Ziel, sozusagen daraus eine Art, ja, wie soll ich sagen, Hölderlin, würde man heute sagen, Hölderlin-Fanclub zu machen, wie das unter Jugendlichen ja mitunter so ist, wenn man jemanden sehr verehrt. Aber er konnte seine Freunde nicht wirklich davon begeistern. Die haben zwar das war das höchste der Gefühle, was er erreichen konnte, sich die Ausgaben gekauft, aber haben auch ein paar Mal sich getroffen, haben sich wahrscheinlich mehr oder weniger gelangweilt angehört, was der Freund Nietzsche dazu zu sagen hat, aber mehr war auch nicht. Und das war sicherlich der Ausgangspunkt für ihn. Er hat einen Brief geschrieben. Oder skizziert an seine Freunde, um zu begründen, warum es sich lohnt, Hölderlin zu lesen. Und dieser Briefentwurf sozusagen ist die Grundlage oder hat er zur Grundlage gemacht, um dann einen Aufsatz zu schreiben, als er nämlich die Aufgabe bekam. Und im Unterschied im Übrigen zu den Gepflogenheiten am Tübinger Stift, wo alles Pflicht war und vorgeschrieben wurde, worüber man zu sprechen oder zu schreiben hatte, konnte man in Schulforte sich das Thema selber wählen. Also, und da wählte er sich sozusagen freiwillig Hölderlin als Thema. Und zwar, warum Hölderlin wichtig ist und was an Hölderlin bedeutsam ist. Damit stieß er in eine Leerstelle und auch in ein immenses Unverständnis. Also er stieß in ein Wespennest, wenn man so will, denn die großen Literaturgeschichten des 19. Jahrhunderts, die geschrieben wurden, über die Literatur des 18. Jahrhunderts, also Gervinus Hettner beispielsweise, auch sein Lehrer Koverstein hat eine mehrbändige Geschichte der deutschen Literatur geschrieben, da kam Hölderlin schlicht und einfach nicht vor. Oder wenn er mal erwähnt wurde, dann ganz marginal unter dem Stichwort sozusagen seine Überzogenheit hätte ihn quasi in den Wahnsinn getrieben und hätte also die Sprache zu Schanden gebracht. Und Hölderlin sagt, dies oder solche Urteile können nur aus Unkenntnis oder aus Arroganz entstehen. Und das waren zwei Vorwürfe, die natürlich Gewicht hatten.
Und er hat niemanden persönlich angesprochen, aber sein Lehrer Koberstein durfte sich da schon mitgenannt fühlen. Und er hat damals schon ein Stichwort benutzt, um solche Haltungen zu charakterisieren, die dann später für den jungen Professor in Basel ganz wichtig geworden sind, nämlich das Stichwort vom Philister. Damals hat er noch gedacht, das sind Philister, die also engstirnig sind, die nicht bereit sind, sich auf etwas Neues oder auf etwas anderes einzulassen. Später wird er dann vom Bildungsphilister sprechen, das ist dann der Wandel dann. Also, und was zeichnet den Philister aus? Er liest den Autor, über den er spricht, gar nicht erst oder wenn, dann nur sehr oberflächlich und entdeckt natürlich das, was sein Vorurteil schon vorher war und findet sich darin bestätigt. Und diese Vorurteile, die Nietzsche aufzeichnet gegenüber Hölderlin, die er bemerkt an seinen Freunden, an seinem Lehrer, das sind vor allen Dingen, sie würden zweierlei nicht verstehen. Sie würden die ganz hohe und ja fast filigrane Sprachkunst Hölderlins nicht verstanden haben. Sie hätten nicht begriffen, dass hier jemand gedichtet hat, der die deutsche Sprache auf eine Höhe gebracht hat, wie sie bis dahin unbekannt war und wie sie später sagt, Nietzsche dann eigentlich nur noch bei Luther beziehungsweise später dann bei Heinrich Heine zu finden gewesen sein. Also in diesem Dreigestirn der Sprachvirtuosen setzt er ihn so früh schon an. Das ist das eine. Das zweite ist, er würde ein antike Bild mit ja, inaugurieren, wenn man so will, indem diese Antike als etwas ganz Lebendiges, als etwas ganz Diesseitiges, Lebendiges angesehen wird und als Sinnliches vor allen Dingen, als ein sinnlich Erlebbares angesehen wird. Zum Zweiten. Zum Dritten, hier würde ein Dichter sprechen, der sein tiefstes Inneres sozusagen zu Sprache macht, zu Poesie macht, der seine ganze Verzweiflung über die Lage, in die er durch äußere Umstände getrieben wurde, zur unglaublichen Poesie macht, wie sie nie wieder, nie vorher und aber auch nach ihm nicht wieder erreicht worden ist. Und er würde etwas tun, er würde den Deutschen zwar einen Spiegel vorhalten, eine harsche deutschen Kritik formulieren im Hyperion, aber er würde das nicht als Vaterlandsverräter tun, sondern als jemanden, der eigentlich darüber zu Tode betrübt ist, dass die Deutschen so sind, wie er sie erleben musste. Und dass er sozusagen das Vaterland sehr hoch schätzt. Und das alles waren Punkte, die dann sein Lehrer Koberstein dazu veranlasst haben, diese Arbeit nur mit 2 bis 2 plus zu bewerten. Also offenbar damals eine schlechte Bewertung, muss man sagen. Und mit dem Rat versehen hat, er solle sich doch zukünftig normaleren deutschen Dichtern zuwenden und nicht solchen in Gänsefüßchen oder tatsächlich Verrückten. Ja. Aber Nietzsche hat es nicht getan, muss man sagen. Ist, ganz im Gegenteil, ich glaube, die Hölderlin-Beschäftigung ist es ein Lebensprojekt für Nietzsche gewesen. Hat sich immer, auch in späteren Jahren, auf Hölderlin bezogen. Und, es sind einige Stichworte schon gefallen, auf manches kommen wir sicherlich auch nochmal zu sprechen, vor allem auf die Hyperion-Lektüre und dass die Kritik an den Deutschen, dem Deutschen den Spiegel vorhalten. Was wir festhalten können, ist einerseits also die Faszination für diese Form von Höhe, von Sprache, die Nietzsche erkannt hat. Gibt es darüber hinaus, also Stichwort dieses, Sie nennen es glaube ich, intellektuellen Extremismus, wo sich der Nietzsche dem Hölderlin schon nahe gefunden hat. Sie hatten es kurz angedeutet, er bringt sozusagen sein ganzes Innerstes nach außen in Poesie. Und das ist ja schon eine Form von Extremismus, gerade auch zu dieser Zeit, wo alles bei anderen Autoren doch noch eher in klassische Formen gegossen und letzten Endes auch irgendwie noch schön und sich reimend daherkommt. Ist das auch so ein Punkt, wo der Nietzsche gespürt hat, das ist einer von mir, ein direkter Verbindungspartner?
Ja, sicher. Man muss, glaube ich, noch allgemeiner sehen. Nietzsche hat sehr früh begriffen, dass das Hölderlin ein moderner ist, ein ganz modernes Individuum, dass er vielleicht einer der ersten war oder zumindest die er Nietzsche zu diesem Zeitpunkt kannte, einer der ersten war, der die ganze, sagen wir es, neuartige innere Zerrissenheit des Menschen, das Irritiertsein über die groß angelegten Veränderungsprozesse, kulturellen Veränderungsprozesse, die mit der Verbürgerlichung der Kultur, sagen wir das ruhig unter diesem Stichwort, ja für den Einzelnen auf ihn zukamen, dass es schwer war, da Verhaltensstrategien zu entwickeln, damit umzugehen. Und dass Hölderlin natürlich einer derjenigen war, der sich bemühte, in diesen Irritationen des Verhaltens und der Gefühlswelt natürlich auch der Reflexionswelt nicht zugrunde zu gehen, sondern sich darin in irgendeiner Weise sein eigenes Ich zu bewahren, dass er darin ein ganz moderner war. Und da hat Nietzsche natürlich gesehen, hier ist jemand, der eine Persönlichkeit ist, die vielleicht für das 19. Jahrhundert insgesamt, aber für die, das hochgestochene Wort mal gesagt, für die Moderne ganz wichtig war. Und im Übrigen ist ja diese Charakterisierung Nietzsches so wenig Nietzsche auch später dann mit Hegel gemein hat, aber doch eine, die eben auch der Hölderlin-Freund Hegel sehr früh entdeckt hat, dass dies sozusagen das Problem des modernen Individuums war, dass also diese so scheinbar funktionierende Welt eines Ausgleichs zwischen Subjekt und Objekt, um es philosophisch zu sagen, nicht mehr gegeben war. Da ist etwas auseinandergerissen, da separiert sich etwas und man muss damit umgehen. Also was Hegel später dann die Prosa der Welt nennt, damit muss man umgehen. Und Hölderlins Antwort darauf ist, ich kann damit nur poetisch umgehen. Ich schaffe es nur poetisch und ich muss mich darin bewahren. Das ist auch etwas, was er seinem Halbbruder dann sagt. Also du musst alles in der Welt tun und wenn du bis nach sonst wohin, bis nach Otaheite, wie er dann sagt, gehst, aber du musst dich selbst bewahren. Du darfst sozusagen nicht aufgeben, du darfst nicht mit den Wölfen heulen. Das ist also der große Punkt. Und das, glaube ich, hat der junge Nietzsche, der Schüler Nietzsche, eigentlich schon grandios vorempfunden. Und alles, was er später dann immer wieder zu Hölderlin gesagt hat, immer wieder auf ihn zurückgegriffen hat, ist so etwas, eine ganz tiefe, wenn er es auch nie so formuliert hat, aber Seelenverwandtschaft. Ich glaube, immer wenn es Nietzsche darum ging, der ja in einer ähnlichen Situation des Außenseitertums stand, des extremen sich bewahren Wollens und des extremen Widerstandes gegen äußere Umstände, dass er dann immer wieder auf Hölderlin geblickt hat und sicherlich nicht Mut gefasst hat, aber doch Bestätigung gefunden hat. Nun ist der Preis für Radikalität, für Modernität, vielleicht für diese Art von auch intellektuellem Extremismus, von dem Sie sprechen, ja immer auch die Gefahr des Scheiterns und die Gefahr der Katastrophe im ganz wortwörtlichen und eigentlichen Sinne, nicht nur als Künstler, als Denker, was natürlich von heute blickend auf beide verbindet, ist die schwere seelische, psychische Zerrüttung, die ja beide erfasst und betroffen hat. Würden Sie sagen, nee, das ist was man heute da so hineininterpretiert, das hat unterschiedliche Ursachen, ist mit nichts vergleichbar, oder ist gerade diese Außenseitersituation, die beide ja eingenommen haben, geradezu prädestiniert dafür, im wahrsten Sinne des Wortes den Verstand zu verlieren? Ja, ja und nein, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Es gibt ja unzählige Interpretationsversuche, wie man mit
der Krankheit Hölderlins umgehen soll. Bis hin zu der Tatsache, dass der das nur 40 Jahre gespielt hat. Ja. Diese Bertot-These, ja. Dass er der grandiose Simulant gewesen ist. Ja, übrigens hat Bertot etwas Ähnliches dann später zu Nietzsche gesagt. Er sei das Monster gewesen, das ich selbst mit Medikamenten umgebracht habe, weil er sich nachweislich in Italien hat Medikamente zusammenrühren lassen in Apotheken, hatte mit Professor Nietzsche unterschrieben, hat natürlich kein Apotheker gewagt, etwas gegen diese gewagten Kombinationen zu sagen. Also das sind so Thesen, die schwirrten mal im Raum, dass man daraus, das hat ja auch etwas Exklusives, also dieser Wahnsinn, der in den beide geraten sind. Medizinisch will ich mich gar nicht darauf einlassen, gibt unterschiedliche Erklärungsversuche dazu. Aber wenn man es also kulturgeschichtlich oder kulturell sehen will, glaube ich schon, es sind beide sind gescheitert. Das muss man sagen. Sie sind also im physischen Leben gescheitert. Sie sind zeitweise in ihrer eigenen Zeit auch in ihren Ansichten gescheitert. Das ist so. Sie hatten es schon erwähnt, ich hatte es auch schon angedeutet, Hölderlin ist über lange Zeit fast vergessen worden, eben aus den Gründen, dass die Zeitgenossen damit nichts anfangen konnten mit so einem Außenseiter und auch mit dem, was er für sich als Literatur, als Poesie angesehen hat, auch im Übrigen, wie er die Antike dann verstanden hat, also in seinen grandiosen Übersetzungen der griechischen Tragiker, also Sophokles genau, das ist ja erst viel später begriffen worden, was dort eigentlich passiert ist mit der Antike und durch eine kongeniale Annäherung und Entsprechung der beiden Sprachen und ist er eigentlich das erst geworden, Sophokles jetzt, was die Moderne immer noch an ihm hat, also bis zu Heiner Müller, um es mal so zu sagen. Er ist gescheitert, er wollte nicht scheitern. Bei Nietzsche ist die Situation, glaube ich, etwas anders. Er ist ja auch stärker der Philosoph gewesen, der als Philosoph reflektiert hat. Er hat das Scheitern immer als eine große Möglichkeit gesehen. Er sagt, Scheitern ist immer drin. Und wenn man scheitert, dann ist das nur der Ausgangspunkt sozusagen, in sich stärker zu werden. Scheitern ist ein Weg der Philosophie eigentlich. Und er sagt, jeder große Philosoph scheitert eigentlich an seiner Zeit und in seiner Zeit und mit seiner Zeit. Was aber nicht heißt, dass er seine Zeit nicht besonders versteht dadurch. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und insofern unzeitgemäß sein. Ja. Unzeitgemäß sein. Wenn wir zu den etwas späteren Lektüren Nietzsches kommen, vielleicht auf den Empedokles und Hyperion kurz konzentrieren können. Es gibt dieses große Zitat, geh, fürchte nichts, alles kehret wieder und was geschehen soll, ist schon vollendet. Aus dem Empedokles-Dramenfragment. Nietzsche sagt, mein Vorfahr über diesen Empedokles, der ein Versuch oder eine dichterische Annäherung an Anaximander eigentlich ist. Dieses und was geschehen soll, ist schon vollendet. Ist das sozusagen der eigentlich zentrale Satz, könnte man den so wie eine Überschrift über diese Form der Ich-Werdung Nietzsches setzen, wo er sagt, genau das sieht er eben in der Lektüre Hölderlins und das ist das, was dieses 70 Jahre alte Werk in seine Zeit und darüber hinaus transportiert. Könnte man sicherlich so sehen, ja. Könnte man so sehen, vor allen Dingen, weil das natürlich für Nietzsche etwas eröffnet, was dann eigentlich eine grandios gescheiterte Hypothese, seine große Hypothese seines Denkens ist, nämlich die dann im Zarathustra ja postulierte These von der ewigen Wiederkehr. Das ist ja so etwas mit modernen oder mit seinen Worten gesagt. Insofern ist das richtig. Aber insgesamt, glaube ich, ist Empedokles Gänsefüßchen nur einer unter den insgesamt Großen der sogenannten vorsokratischen Philosophie. Er hat ja sehr früh, also dann schon zwar als Professor in Basel, aber doch sehr früh
über die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen eine Abhandlung geschrieben, in dem er sozusagen nacheinander die großen Vorsokratiker eigentlich in die Gegenwart holt. Also auch sozusagen zu Vorfahren seines modernen Denkens macht, was ja im 19. Jahrhundert auch nicht selbstverständlich war. Also die Vorsokratiker spielten da eher eine marginale Rolle und Nietzsche hat sie sozusagen eigentlich auf den Podest gestellt der Philosophiegeschichte, wo sie hingehören, weil sie eben diejenigen waren, die in sich, die meisten jedenfalls von ihnen, a, keine geschlossenen Systeme des Denkens hatten, sondern also immer irgendwo offen bleiben, auch die Grenzen zum Mythologischen über weite Strecken ja noch offen waren, auch wenn sie dann schon Naturphilosophen gewesen sind. Das ist das eine. Das zweite, weil sie Empedokles ist da natürlich eine ganz herausragende Figur, aber Heraklit auch. Heraklit war auch der Bruder im Geiste für ihn gewesen, weil sie Einzelpersönlichkeiten waren, die sich bewusst sozusagen in Konflikte ihrer Gesellschaften gestellt haben, die sich ganz bewusst in extreme, in gefährdete Positionen gebracht haben, a, um zu sich selber zu kommen, sich selbst nicht verleugnen zu müssen, bis zum Untergang, also wenn es um Empedokles geht, oder bis zum, auch Gänsefüßchen, bis zum lächerlich machen, wenn es, oder scheinbar lächerlich machen, wenn es um Heraklit geht, der dann eben mit den Kindern vorm Tempel Würfelspiele gespielt hat, um sozusagen sich extrem zu widersetzen, bestimmten Reglements des Gesellschaftlichen oder sich dafür in Anspruch nehmen zu lassen. Das ist, glaube ich, für Nietzsche ganz wichtig. Und wenn man sich anschaut, was er über Empedokles in diesem Essay sagt, dann ist das genau die, hier ist eine große Persönlichkeit, die sich freiwillig zum Opfer macht. Und dieses Moment des freiwilligen Opfers ist für Nietzsche gesprochen nichts anderes, als das Opfer zum Täter zu machen. Zum Akteur, zum geheimen Akteur, was die anderen allerdings nun meistens dann nicht begreifen. Im Übrigen sein eigenes Empedokles-Projekt, er wollte ja auch eine große Tragödie schreiben, ist über einige Anfangsüberlegungen nicht wirklich hinausgekommen. Er hat es dann auch sein lassen, wie im Übrigen Hölderlin auch. Es ist vieles nur Fragment geblieben, trotzdem wichtig. Kommen wir doch vielleicht zum Hyperion. Es finden sich tatsächlich ja im Werk Nietzsches auch direkte wörtliche Bezüge zu Hölderlin. Sehr wichtig im Satz, viel zitiert, gerne auf Postkarten gedruckt, der Hölderlinsche Satz über die Deutschen, so kam ich unter die Deutschen. Ich kann mir kein Volk denken, dass Zornisner wäre, Handwerker sah ich, keine Menschen. Ja. Sehr oft, gerne, ich glaube, so seit den 70er Jahren immer wieder auf Plakate gedruckt, in der Regel grundsätzlich missverstanden. Aber es auch gibt, über YouTube immer wieder eingesprochen, muss man dazu sagen. Immer wieder Leute, die es in der Regel eher nicht gelesen haben. Aber es gibt tatsächlich bei Nietzsche einen literarischen Reflex im Zarathustra auf diese, eine Art Fortsetzung, weiter entwickeln dieses Gedankens. Mhm. Können Sie dazu etwas sagen, was sozusagen, was den Humus ausmacht von Hölderlin und wie er sozusagen bei Nietzsche im Werk dann selber zum Tragen kommt, dieser Gedanke? Der Hyperion wird unter zwei Aspekten eigentlich bei Nietzsche interessant oder taucht auf. Der eine, den Sie eben erwähnten, da komme ich ein bisschen später drauf, im Zarathustra, diese deutschen Kritikaufnahme. Das andere ist eine kritische Auseinandersetzung. Da ist er derjenige, der, ohne Hölderlin allerdings zu erwähnen, muss man sagen, der doch eine andere Position einnimmt. Hölderlin ist
der ganz große Platon-Verehrer. Ja, das ist also in mehreren Zitaten und in langen Passagen, auch im Vorwort, in den Vorreden zum Hyperion immer wieder. Also heiliger Platon, was müssen wir dir alles was haben wir dir sozusagen angetan oder was musst du uns verzeihen oder so. Da ist er der Nietzsche, Platon ist nicht seine Welt. Also Platon ist sozusagen derjenige, der für vieles, auch Sokrates, für vieles verantwortlich gemacht wird, was Gänsefüßchen an der Antike schiefgegangen ist. Also sozusagen die Theoretisierung der Kultur, das Stichwort von der theoretischen Kultur, die also überhand nimmt gegenüber den mythischen, den lebendigen Sachen. Aber das lassen wir mal außen vor. Wichtiger, aus meiner Sicht zumindest, wichtiger ist tatsächlich, was Sie sagten, dass da sozusagen diese deutschen Schelte weitergeführt wird im Zarathustra. Das erscheint an einer Stelle, in der Nietzsche von den umgekehrten Krüppeln spricht. Und umgekehrte Krüppel, das sind für ihn, und das ist ja, liest sich ja fast wie die zweite Hälfte der deutschen Kritik, Hölderlins, umgekehrte Krüppel ist, man sieht am heutigen Menschen immer nur eines, entweder überdimensional ausgebildete Münder, überdimensional ausgebildete Bäuche, überdimensional ausgebildete Hände, man sieht also nur noch Krüppel, man sieht also Vereinseitigung von Fähigkeiten des Menschen, Verarmung des Menschen, Verkümmerung der Ganzheitlichkeit des Menschen, und er macht dies er bringt dies in den Zusammenhang der industrialisierten Kultur. Die industrielle Kultur, die moderne Barbarei, von der er dann auch in diesem Zusammenhang spricht, ist es, die den Menschen zu einem Krüppel seiner selbst macht. Ungemein moderner Gedanke. Ja, das ist ein ganz moderner Gedanke. Das ist auch sozusagen einer der Scharniere, wenn man so will, seiner modernen Kulturkritik. Das ist die Kritik sozusagen, wir leben heute in einer modernen Barbarei, wir leben heute in einer Zeit, in der der Einzelne nicht mehr gefragt ist, in der auch, wäre dann so eine Bildungsfrage, in der die Bildung darauf hinausläuft, sozusagen alle individuellen Fähigkeiten des Menschen niedrig zu halten, ihn möglichst genau einzupassen in äußere Umstände, und zwar so sehr, dass der Mensch sich dessen nicht mehr bewusst ist, dass er es nicht mehr als Schmerz empfindet, was ja bei Hölderlin noch der große Schmerz war, durch diese Repressalien der äußeren Umstände. Das ist bei Nietzsche sozusagen das Bildungsziel, so wie er es sieht an der zeitgenössischen Bildung, genau den Menschen bewusstlos zu machen gegenüber seinen Leiden, den Menschen unsensibel zu machen gegenüber seinen Leiden und ein Ertragen sozusagen dieser negativen Umstände, dieser Vereinseitigung, also zum Beispiel nur noch eine große Hand zu sein oder ein großer Bauch, das nicht mehr als Makel oder als Mangel zu empfinden, sondern sich damit sozusagen, ja, es ist so. Es ist so, ich kenne es nicht anders und es wird schon richtig sein. Das ist, glaube ich, der Punkt, der bei Nietzsche einer der ganz großen Momente der Kulturkritik ist, die nicht abgegolten ist, die also anders gesehen heute auch noch wirkt. Über die Charakterisierung der Deutschen haben wir schon gesprochen. Wenn ich im Manuskript recht verstanden habe, ist aber auch die Sinnlichkeit und Rausch, so etwas ganz Zentrales, Essentielles, was der Nietzsche beim Hölderlin irgendwie findet und was schon auch, glaube ich, Grundlage für ein doch wiederum anderes antike Bild, also was sich vom sehr klassizistischen Winkelmanns doch sehr grundsätzlich unterscheidet, prägend ist. Ja, ganz, ganz sicher. Und das kann man möglicherweise an zwei Götternamen festmachen, nämlich an Apollon und an Dionysos. Wir wissen, dass Winkelmanns Lieblingsgott, wenn man davon sprechen kann, Apollon war. Also seine Beschreibung des Apollon im Belvedere, also jener großartigen Figur, die
man also gefunden hat, ausgegraben hat, die sicherlich an verschiedenen Stellen lange Zeit falsch datiert waren, aber das ist eine andere Frage. Das war für ihn sozusagen das Idealbild griechischer Kultur, griechischen Menschenbildes. Das war der formvollendete, der makellose, die makellose menschliche Jünglingsgestalt, nackte Gestalt. Insofern kommt schon ein Moment von Sinnlichkeit hinein, aber es ist eine andere Sinnlichkeit, die dann später Hölderlin meinen und noch mehr Nietzsche. Also Apollon ist sozusagen erst der Geist, der Gott der Klarheit, des Geistes, natürlich auch der Musen, selbstverständlich. Aber es ist einer, wenn von Sinnlichkeit zu sprechen ist, einer doch sehr, wie sagen, gedämpften Sinnlichkeit, sagen wir es mal so. Da ist nichts Rauschhaftes. Das ist sozusagen die innere Ausgeglichenheit, wenn er auch, wie Winckelmann dann sagt, also in großen Schritten durch die lytischen Haine schreitet, und das ist göttergleich und nicht zu überbieten. Hölderlin macht es schon etwas anders. Ja, Apollon kommt bei ihm auch sehr häufig vor, aber es kommt auch der Bruder vor, und den er bewusst als Bruder bezeichnet, und was es ja auch von der Mythologie her er ja auch ist, Dionysos. Das dionysische Moment, das sinnliche Moment bis zum Ekstatischen hin, das ist für ihn wichtig. Und er hat im Übrigen schon eben auch am Tübinger Stift gesehen und gelesen im platonischen Dialog, im Symposion, also was alles möglich ist durch ekstatisches Verhalten, durch rauschhaftes, durch sinnenfreudiges, auch durch erotisches natürlich Verhalten. Und er hat das immer wieder, auch im Hyperion kommt das ja immer durch seine Liebe zu Diotima ja immer wieder vor. Nietzsche schließt daraus, oder er schließt daraus an, sagen wir es mal so, geht aber einen radikalen Schritt weiter und dreht das Ganze eigentlich nochmal in sich um und sagt, Apollon ja, aber an erster Stelle steht Dionysos. Und das ist lange Zeit verkannt worden, wiewohl er immer gerechterweise natürlich von einer Dialektik des Apollinischen und des Dionysischen spricht, aber mit deutlicher Neigung hin zum Dionysischen. Dionysos, das ist für ihn der Vertreter des Rausches, der Vertreter der Lebendigkeit, der Vertreter der Unkalkulierbarkeit natürlich auch und aus dieser Sicht auch als ein Vertreter der Stärke. Und er ist derjenige, Nietzsche schließt daraus für sich, das ist sozusagen der Untergrund meines philosophischen Denkens. Das, was das A und O und der Untergrund jeder Philosophie ist, ist die Physis und ist das Körperliche, das Sinnliche, das Rauschhafte bis dahin, ist die Stärke. Das ist der starke Philosoph. Und das ist dann, er selber ist ja so, er bezeichnet sich ja als letzter Jünger des Philosophen Dionysos. Und er bezeichnet und unterschreibt sogar einige seiner letzten Briefe, Wahnsinnszettel, wie auch immer, mit Dionysos. Da lässt sein eigener Geist dann sozusagen keine Trennungsmöglichkeit mehr zu. Und er schreibt im Übrigen an Jakob Burckhardt noch in einem seiner letzten Briefe, die dann schon grenzwertig sind, sagen wir es mal, dass er in vielerlei Gestalt aufgetreten ist. Also er war alles Mögliche, er war Buddha, er war Napoleon, er war alles Mögliche und er war auch Dionysos. Also das ist dann sozusagen die höchste Stufe, die dann natürlich in sich kippt, das ist ganz klar. Aber das ist sozusagen aus seiner Sicht das Moment der Moderne. Und sagt die, alles, was vorher über die Antike gesagt wurde, nennt namentlich merkwürdigerweise Goethe auch, ist nur einseitig gewesen. Man hat den tiefsten Sinn der Antike nicht verstanden, wenn man auf Dionysos verzichtet. Wir sind nahezu am Ende unseres Gesprächs angelangt. Der Titel Ihres Vortrages heißt, also zumindest in der Unterteile, was Lektüren bewirken. Wir haben ein
kleinen Einblick schon, dann, was Sie bewirken können, was die Beschäftigung mit Lektüren bewirken kann. Was können Sie denn tatsächlich bewirken? Na, das Erste würde ich sagen, jetzt nicht die Frage auf das, was Sie bewirken können, sondern das Erste, was man da als ein Fazit ziehen kann, ist, dass man sich Lektüren nicht vorschreiben lassen sollte, sondern dass Lektüren immer nur dann zur wirklichen Lektüre werden, wenn man sich ihnen von sich aus zuwendet. Wenn man glaubt, sei es durch Hören, durch andere, sei es wo auch immer von den ersten Informationen her, dass man glaubt, dass man etwas für sich daraus entnehmen kann. Etwas, was wichtig ist, was für einen selbst wichtig ist, für eigene Lebensvorstellungen, für eigene Kulturvorstellungen, Kunstvorstellungen, Gesellschaftsvorstellungen. Würden Sie so weit gehen, dass man sagt, wir schaffen Pflichtlektüren in den Schulen ab, sondern gehen das frei? Nicht. Nein, das nicht. Einiges sollte man schon lesen. Einiges sollte man schon lesen, weil man sonst mitunter auch diese neuen Lektüren nicht versteht. Also das ist ja immer, Lektüre hat ja etwas mit Verstehen zu tun und Verstehen hat wiederum etwas mit Vorwissen zu tun. Also das greift ja ineinander. Nein, was man durch Lektüren, was Lektüren bewirken, das ist einmal, sie können einen ganzen Strom von neuen Ideen sozusagen in Gang bringen oder sie können ihn hemmen. Das ist, im Falle Hölderlins hat die Lektüre Winkelmanns sicherlich ihn nicht gehemmt, aber sie hat ihn auch, weil sie eben sozusagen als ein Pflichtprogramm ihm vorgeführt wurde, nicht mehr das darin erkennen lassen, was andere vor ihm darin erkannt haben. Aber die Lektüre Winkelmanns bei Hölderlin, um es jetzt sozusagen etwas holzschnittsartig zu sagen, war es nicht, die ihn zu seinem Bild der Antike in irgendeiner Weise affiziert hat. Das ging über Vermittlungen schon. Und insofern ist es ja auch nicht falsch, wenn manchmal etwas wegsinkt und nur durch Vermittlung noch lebendig erhalten wird. Bei Nietzsche war es anders. Er hat sich das selber gewählt. Er kannte den er dann freiwillig gelesen hat, schon von teilweise aus den Berichten seiner Schwester, die ihn schon vorher gelesen hat, teilweise in der Beschäftigung, dass er zufällig an Lektüre herangekommen ist. Und vor allen Dingen, sie war für ihn ein lebenslanges Begleitexemplar, wenn man diese Lektüre Hölderlins mal als Ganzes zusammenfasst. Und er hat immer dann dazu gegriffen, wenn es ihm wichtig schien, für sich selber auch Weichen zu stellen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Die können im Übrigen, können Lektüren oder der Zugang zu Lektüren, das Hingreifen zu Lektüren, können immer andere Lektüren sein. Das muss nicht lebenslang die gleiche sein, aber es kann von einer Lektüre, sagen wir mal von Hölderlin jetzt ausgehend, wird sich sozusagen vieles von dem strukturieren, wo man dann in Zukunft auch zugreift. Ja, und um einen Satz, den ja hier nun gar nicht oder nur am Rande erwähnten, aber einen der drei, des Dreigestirns, des Tübinger Dreigestirns, also Hölderlin, Hegel, Schelling, um Hegel noch einmal vielleicht am Abschluss fast zu zitieren, nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß. Der hat einmal gesagt, man kehrt zu einem Kunstwerk wie zur Literatur immer nur dann gern zurück, wenn man glaubt, sie kann einem etwas bedeuten. Einen schöneren Schlusssatz hätte man nicht finden können. Ja, aber das war Hegel. Wir haben ihn zitiert. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir werden vieles versuchen zu beherzigen und über Lektüren weiter nachdenken, aber vor allem weiter lesen. Danke. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank.